So, Lala, hier ist ein New Yorker und den bringe ich wie immer zum Bücherschmaus runter und frage den Herrn Schober, was es im Mai dort so Neues gibt. Heute ist übrigens Regen und das ideale Lesewetter. Übrigens, die Aktion Auslagentausch besteht ja darin, dass die Auslage hier im Büchertausch mit anderen Leuten aus dem Bezirk getauscht wird und die hier ausstellen dürfen. Und das sind dieses Mal handbemalte Teller und andere Sachen aus Porzellan von der Brigitte Riedl. Und die Buchstars der Woche, das ist die Sendung mit der Maus oder Frag mal die Maus auf dem ersten Platz. Und dann auch noch hier andere Bücher. Mir regnet es hier draußen echt zu arg. Ich gehe jetzt rein. Grüß Gott, Herr Schober. Der Kaffee ist getrunken und ich mache jetzt, was ich jedes Monat mache, nämlich euch die Veranstaltungen vom Bücherschmaus vorzustellen. Morgen geht's schon los mit dem Trashcamp und zwar ist das um 18.30 Uhr, da gibt es da draußen eine Performance und dann um 19 Uhr eine Lesung von einem Und am 8. Mai geht es auch schon weiter mit Regina Adler und Harald Pesata. Und zwar lesen die Ein Mensch, Eugen Roth auf Wienerisch. Und bei der Radiosatire Radio Maria Hilft, da war ich ja schon mal. Die länger dabei sind, haben es schon mal gesehen. Da gibt es am 22. Mai eine neue Ausgabe. Und ganz neu, zumindest hier im Bücherschmaus, es gibt jetzt auch Spiele zu kaufen. Ich zeige sie euch mal. Und übrigens, passend zu diesem Spiel Zicke-Zacke-Hühnerkacke gibt es dieses Händel. Das stand nämlich auf einmal vor der Tür und jetzt ist adoptiert worden. Und bevor ich zur Rubrik 10 Bücher in 10 Sekunden komme, stelle ich euch noch einen österreichischen Büchertisch vor, auf dem eigentlich jedes Buch gut ist. Und zum Abschluss noch eine Ankündigung. Nächste Woche bleibt hier der Laden geschlossen wegen des Alumni-Bücherflohmarkts auf der Uni Wien. Da seht ihr, wann der ist.